Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trainsport Fever 2. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Es leckt gerade ein bisschen, weil wir, glaube ich, so viel geöffnet haben hier. Denn heute müssen wir mal gucken. Ich habe so ein paar Züge, die wir ersetzen müssen. Beim letzten Mal haben wir ja den groben Überblick gemacht über die ganze Karte, wo geht noch mehr. Alter, wie viel wir hier schon gebaut haben und so, ne? Krass, wenn man das jetzt mal so sieht, wo überall was los ist. Alles aus dem Boden gestampft. Aber beim letzten Mal haben wir uns über den Überblick gekümmert, wo läuft was wie. Haben so ein paar kleine Verbesserungen gemacht. Und jetzt würde ich damit gerne auch nochmal ein bisschen weitermachen, denn wir haben einige Züge, die wir ersetzen können. Ganz oben steht hier der fast 100 Jahre alte Baumaterialzug. Hier fährt er. Und das ist ja so eine Sache, da wissen wir immer noch nicht, möchte ich das überhaupt so weiterführen? Ich denke schon. Wir müssen allerdings mal gucken, dass wir das alles komplett verbessern. Weil das geht nicht mehr so, wie es läuft. Wir haben hier 60% und in Köln auch 60. Da geht auf jeden Fall deutlich mehr. Das sehen wir auch an den Zügen. Die sind, der zumindest ist jetzt nicht ganz voll. Gucken wir mal, der zweite, wo ist der? Da, der ist voll. Ja, notfalls müssen wir halt die Züge noch ein bisschen ausbauen. Erstmal müssen wir hier mehr Stein hinkriegen. Die Frage ist, warum funktioniert das jetzt alles nicht? Ich meine, wir haben super viel Kapazität in den LKWs über, die das hier eigentlich alles transportieren können. Da müsste aber mehr gehen. Ich weiß nicht, warum der Transport und der Versand da so schlecht ist. Es könnte natürlich an den Zügen liegen, die hier unterwegs sind. Dafür müssen wir mal hier auf die Linie schauen. Und zwar die Baulinie. Das ist nämlich die. Und die fährt alleine auf dieser Strecke hier hoch. Das heißt, da könnten wir sogar noch einen weiteren Zug drauf einsetzen. Ich würde aber vielleicht sogar die Züge einmal komplett tauschen. Gucken wir mal. Ich würde das komplett ausbauen, um dann da eventuell sogar noch eine Baumaterialfabrik aufzuziehen. Jetzt möchte ich aber erst einmal wissen, diese Lok. Ne, Moment. Da fährt er. Mit 84 den Berg hoch. Wo ist der andere? Der kommt. 75. Und ich denke mal, der wird jetzt auch nicht mehr so großartig schneller werden. Hat doch hier schon. ...3300 Leistung. Die haben natürlich alle deutlich mehr dann die anderen. Deswegen würde ich gucken, ob wir vielleicht sogar eine neue Lok nehmen. Die kommt nämlich nur mit 84, 85 den Berg hoch. Jetzt wäre es natürlich interessant, was machen die hier zum Beispiel auf dem gleichen Abschnitt hier unten. Und der hat natürlich auch sogar, ja, weiß ich nicht, mehr, glaube ich, geladen. Und der fährt mal locker 20 km/h schneller. Und daher würde ich das auch schon sagen, dass wir das machen. Gucken wir mal. Was haben wir denn für Loks? Ich würde einfach auf so eine standardmäßige Dingsloks hier zurückgreifen. Oder so eine. Was hat die denn? 6,4. 7000. Ein Vectronior. Oder wir nehmen halt hier die mal. 4,2. Wobei das ist natürlich wenig. Ich würde schon über 5000 gehen. Hier irgendwo sowas vielleicht. Eine schicke Lok raussuchen. Elpool. Was würde denn mal passen hier?
Haben wir nicht irgendwie mal was Schönes, Passendes dazu? Roswell. Guck mal, eine mit Dings. Das finde ich eigentlich mal ganz cool. Komm, die nehmen wir mal. Schwer. Was ist da? Was ist denn da der Unterschied? Nix oder was? Nehmen wir den. Zack, und dann kommen da erstmal Cargo-Wagen dran. Da habe ich meine neue gehabt. Hier, für Baumaterial, der fährt 120, der fährt 160 mit dem Rungenwagen. Dann gucken wir mal. Ich glaube, ich hatte noch mehr. Hier haben wir noch mehr Containerwagen. Finde ich jetzt nicht so spannend, da Containerwagen zu nutzen. Aber ich meine, ich hatte noch andere. Da sind normale Containerwagen. Da sind auch Containerwagen. Ich dachte eigentlich, ich hatte so welche, wo dann wirklich das. Ach so, oder waren das die Rungenwagen? Das sind aus dem Spiel welche, oder nicht? 21. Komm, nehmen wir die. 23 zu. Den hier. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Damit haben wir sogar schon eine höhere Kapazität als mit dem anderen. Mit 8 Wagen. Und ich würde ja sogar noch einen dritten Zug einsetzen. Zack. Guck mal an. Da fährt. Ach du Scheiße. Oh, aber in Hamburg. So, die Kühlbahnbrücke und dem Dings. Nicht hier runtergekommen. Ja, cool. Melbourne nach Hamburg. Ich dachte eigentlich, das wären Graffiti gewesen. Also beschmiert die Loks. Deswegen fand ich das mal ganz. Alter, schön hier. Guck mal, wie viel Verkehr hier ist. Aber sonst eine sehr schöne Lok. Auch wieder. Und wie gesagt, ich würde auf der Strecke halt noch einen weiteren Zug einsetzen wollen. So. Dass wir das dann hier erhöhen. Jetzt bin ich gespannt, ob das vielleicht sogar der Flaschenhals war hier. Jetzt vielleicht automatisch alles hochgefahren wird. Ich würde halt auch gerne mit dem Zug mitfahren. Wo ist er denn? Fährt er hier gerade irgendwo? Ne, wo ist denn die Gegenrichtung? Ach, der kommt auch schon hier. Ich würde den voll beladen und mich gerne mal verfolgen. Ah ja, guck mal, jetzt hier Baumaterial. Jetzt. Der ist nämlich jetzt unterschiedlich beladen und das ist ja wohl der Hammer. Dass da jetzt auch wirklich das Baumaterial drauf liegt und das finde ich halt das Geile an diesem Wagen. Deswegen habe ich die so gerne, weil die halt immer richtig schön unterschiedlich beladen sind jetzt. So wie da auch. Da sind dann auch unterschiedliche Container drauf und das finde ich einfach Hammer. Dass sowas per Mod funktioniert so gut. Einfach Wahnsinn. Da hinten. Boah. Nein, ist speichert er. Ach ja. Also wunderschön hier der Anblick. Mit dem Update unserer Baumaterial-Metropol-Linie. Aber ich möchte ja wissen, wie verhält sich dieser Zug hier berghoch und Alter, der fährt locker mal 20 km/h schneller. Vielleicht sogar mehr. Der fährt hier fast mit 100 den Berg hoch. Der hat natürlich nicht viel zu ziehen, ne? Extra kurz, dafür einen dritten Zug. Aber damit sollte das eigentlich vom Takt her auch viel, viel besser werden. Und jetzt gucken wir hier mal, ob sich das vielleicht auch verbessert. Sieht aber noch nicht so aus. Hier ist natürlich auch mega viel Verkehr immer wieder. Vielleicht sollten wir einfach doch mal gucken, ob wir das nicht irgendwie doch hinkriegen, dass wir hier das umbauen können. Mit einer breiteren Straße. Das ist schon
So, pass auf. So. Aha, okay. Es scheitert also eher an dem anderen da drüben. So, dann machen wir das mal hier. Den Umbau. Ich meine, was wollen wir tun, ne? Müssen wir. Nee, der geht auch noch mal oben lang. So. Da muss nämlich diese Straße wieder dran. Dass das auch verbunden ist. Nee, falsch. Doch richtig. So, und dann und der eben dahin und dann in die Richtung. Geht der da dran und jetzt muss hier natürlich dieses Gebäude wieder hin. Aber gleich mal ein bisschen größer hier. Und dann noch ein bisschen gedreht. So, und dann bekommt er hier die Ausfahrt wieder hin. Wo auch immer sie sein mag. So. Ich hoffe, er verbindet sich. Ja, tut er. Aber ich würde sagen, wir bauen hier sogar das so aus. Nee, der müsste es sein. Ja, besser. So, bitte fahrt auf der Straße. Das müssen wir jetzt natürlich noch irgendwie anpassen, dass wir das hier hinkriegen. So, und zwar die, die jetzt nach da hinten wieder raus wollen. Also hauptsächlich nur diese Linie. Die muss natürlich jetzt hier vorbeifahren. Der muss ja zwar da einmal wenden, das ist natürlich doof. Können wir dem nicht das hier so geben? Nein. Dass der auf Terminal 1 hält. Steinbau. Moment, 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 Moment. Das ist Steinbau. Ah, jetzt ist es doch so. Genau, jetzt passt es doch. Genau, und die stehen sich nämlich nicht mehr im Weg. Theoretisch. Normalerweise sollten die jetzt hier nämlich die äußere Spur nutzen. Tun sie aber nicht. Warum tun sie das nicht? Ich raste aus. Aha, so funktioniert es jetzt. Die biegen ab und die anderen ist die geradeaus Spur. Aus der Richtung ist das halt auch besonders wichtig. Eine 2 plus 1. Also in die Richtung müssten wir jetzt auch noch eine Abbiegespur haben. Haben wir leider jetzt gerade nicht. Aber da ist auch nicht so viel Verkehr, glaube ich, dass sich das jetzt zum Problem ausweiten könnte.
Wir mal es ausprobieren. Und zwar. Nee, war falsch. Wenn wir jetzt das so machen. Nee, funktioniert nicht. Es funktioniert nur so. Ja, dann müssen wir es halt so machen. Dann ist das so. Oha, jetzt habe ich einen Schreck bekommen. Na gut. Aber es sollte besser sein, weil eben die jetzt die Spuren so nutzen. Hier ist es ja noch egal, dass sie da hintereinander fahren, aber der wechselt jetzt hier irgendwo die Spur. Und somit, wenn die hier stehen, staut es sich gar nicht mehr so groß weiter. Weil die eben dann da drüben weiterfahren. Sieht ein bisschen komisch aus, ist aber jetzt so. So, aber hier geht es trotzdem nicht weiter voran. Warum auch immer. Ich meine, der baut ja nicht mal aus. Da müsste also mehr Stein nachkommen. Wo kommt denn hier der Stein überall her? Steinbau. Na doch, der kommt ja von hier oben her. Von den beiden. Mir geht es aber nicht in den Kopf rein, warum nicht mehr geht. Die haben ja die Möglichkeit, deutlich mehr zu transportieren. Die besteht ja auf den Linien, auf jeden Fall. Wo ist denn hier der, das, was nicht funktioniert? Weil es haben jetzt alle so viel Kapazität, dass das eigentlich funktionieren muss. Der ist sogar verbunden. Also klar, hier würde ich sagen, hier fehlt Kies, aber warum transportieren die nicht mehr Kies dahin? Oder ist hier oben der Transport zu langsam? Haha, Moment. Hier liegt natürlich noch ordentlich was. Aber der ist ja auch noch lange nicht wieder da, der Zug. Das könnte halt sonst auch sein, ne? Kriegen beide noch mal ein bisschen mehr. Vielleicht liegt es daran. Kann ja sein. Wobei die Züge natürlich... Daran kann es nicht mehr liegen. An den Zügen kann es nicht mehr liegen. Das ist groß genug. So. Die versenden einfach nicht genug. Von dem, was versendet wird, transportieren sie locker 100%, das ist ja klar. Und die haben ja auch nicht so einen extrem weiten Umweg. Das heißt, es müsste eigentlich funktionieren. Man könnte natürlich jetzt diese Straße hier nochmal ausbauen. Ist aber nicht zwingend notwendig, würde ich sagen. Wie viel bräuchten wir denn? Gehen wir mal so dran. 400, also 800. Im Moment 600. Da haben wir hier einen mit 400, wir haben 800, das heißt wir haben 800. Das heißt wir haben 1200 Steine zur Verfügung. Damit könnten wir locker beide versorgen. Wenn es denn alles rausgehen würde. Weil selbst hier der Transport nicht mehr hoch genug. Warum ist das so? Warum ist das so? Ich komme nicht ganz dahinter. Natürlich müssten jetzt die erstmal mehr produzieren hier, das tun sie aber nicht.
können natürlich hier mal ein bisschen was dranhängen, dass da vielleicht mehr gelagert werden kann. Und die ein bisschen besser da Platz haben, um da drauf rumzufahren. Aber es ist ja an beiden so, dass es nicht richtig funktioniert. Sowohl hier. Ja, wobei hier ist der LKW jetzt voll. Also da kommt doch schon ordentlich was zusammen. Jeweils um die 200. Na, da nicht ganz 200. Gut, müssen wir im Auge behalten. Jetzt habe ich aber hier gesehen, hier liegt auch super viel Material. Einmal kommt hier der volle Holzzug. Hier fehlt zum Beispiel Holz. Holz kann tatsächlich sogar auch noch mehr hierher transportiert werden. Stahl sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und Kunststoff ist sowieso das Beste. Also Stahl und Holz könnte man noch mehr bringen. Jetzt haben wir hier einen Zug, der nimmt das Öl mit. Genau, das wird hier verarbeitet, das ist richtig. Dann wollte ich mich eigentlich auch um die anderen Züge kümmern, die so alt sind, ne? Das war ja auch nichts. So, der lädt hier Kunststoff ab und nimmt dann theoretisch Waren mit. Nicht so viele, warum nicht? Die sind aber schon am Limit, das heißt, die könnten gar nicht viel mehr. Ne, die können ja nicht mehr. Da müssten wir zwar mehr Stahl, aber das brauchen wir gar nicht. Da bräuchten wir eher noch eine zweite Fabrik. Plus mehr Stahl. Um das anzugehen. Da bräuchten wir noch eine Fabrik tatsächlich. Für Waren. Das ist aber geil, wenn wir hier jetzt noch eine Fabrik. Passt die noch? Doch, das passt noch. Wenn wir da oben die Straße wegreißen, dann würde die hier noch hinpassen. Die würde auch so da noch hinpassen. Dann ist sie aber nicht mehr angeschlossen. Die Frage ist, ist sie dann an den Bahnhof integriert oder eben nicht? Ist die ja schon, ne? Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass die das auch wäre. Wenn nicht, hätten wir ein Problem. Wisst ihr, was ich mache? Ich baue die. Gleich außerhalb der Folge. Ich speichere dann, baue die. Und wenn es geht, dann lassen wir sie. Und wenn nicht, dann nicht. Weil ich kann die nämlich nicht abreißen. Das ist das Ding. Das ist da ein bisschen doof. Aber es wird einfach nicht mehr. Naja, müssen wir uns beim nächsten Mal drum kümmern. Die Folge ist schon wieder lang. Wir haben kaum was geschafft heute. Auch wieder richtig geil. Na gut. Ich schaue es mir an, wo denn da das Problem liegen könnte. Wir gucken heute mal hier in den Steinbruch. Auch mal schön die kleinen Details zu sehen. Wie da sogar der Kies runterfällt. Heute war es das. Bis dann. Euer Kevin Zock. Bye bye.